Warum die ja nicht die ganzen Gänge mit den Kisten zugestellt? Müssen die hier nicht durch? Ernsthaft? So, ein bisschen aufpassen. Ich bin, glaube ich, wieder vergiftet. Ach, da ist ja noch einer. Ich gucke immer so selten an die Decke, weil ich nicht damit rechne, dass was von oben runterfällt. Oh. Ja, der ist nicht von oben runtergefallen. So. Ich frage mich, ob man auch schleichen kann. So, doch, der hat's mitbekommen. Oh, da ist wieder so einer, ein Schütze. So. Weg. Regeneration, Erweiterungsfaktor. Was ist das denn? Wer das schon mal? Regeneration, Erweiterungsfaktor. Medizin, die die Anzahl der möglichen Einsätze von Regeneration dauerhaft erhöht. Das nehme ich sowas von. Und wir kriegen direkt einen dazu. Nice. Dauerhaft erhöhen. Geil. So, Geronimo. Okay, das funktioniert auch, wenn er uns ja gesehen hat. Das ist ganz gut. Ich habe das Gefühl, hier schießt einer. Wenn ich mal so Schritte höre. Verlustsplitter S. Also dafür kriegen wir quasi Dunst. Das würde ich aber immer erst dann nehmen, wenn wir sie direkt einsetzen. Dann können wir sie nämlich nicht verlieren. Ist hier? So. Okay, ich glaube bei dem Großen, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Stufenaufstieg. Beim Rasten einer Missile kannst du Dunst investieren, um deine Stufe zu erhöhen. Durch den Stufenaufstieg verbessert sich LP, Ausdauerangriff und die Kraft deiner Talente. Okay, wir kriegen hier scheinbar wieder eine Mistel. Würde ich dann aber gleich mitnehmen. Regionaler Wimpel. Das klingt doch wieder nach einem Collectible. Also Sachen, die wir verkaufen können. Ich sage dazu immer Collectible. Jetzt ist die Frage, wie hole ich mir den Großen da hinten? Wir erinnern uns an den anderen Dicken. Ich würde vielleicht eher auf Distanz gehen. Ranger. Ranger Zauberwirker. Um Talente, Unterstützung und Verteidigungsboni zu gewähren. Jetzt ist die Frage, ob ich dann Zauberwirker... Ja, komm, ich probiere mal mit dem Ranger. So. Dann haben wir Schallpfeil, bewegliche Leere. Ich muss mal ganz kurz gucken, was die machen. Das können wir... Dafür brauche ich Stärke B. Das kann ich nicht ausrüsten. Schallpfeil feuert einen aus Ichor erschaffenen Geschoss ab. Heilendes Opfer. Verbraucht dann einen RP. Das brauchen wir nicht. Dreifacher Inhalator entfesselt eine Kombo auf ein nahes Ziel. Offensiv Zweihandhammer. Zweihandschwerthammer. Sprintet in Nebelform vor. Das lege ich mal eben hier drauf. Rohr, dafür würde ich vielleicht das Bajonett einmal einsetzen. Weil ich kämpfe besser mal mit dem Bajonett, wenn ich im Ranger-Modus bin. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Der Umgebung angelegt. Königin Eisen. Das ist sehr gefährlich, auf der Klippe zu kämpfen. Ich hatte da gerade ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. Aber gut, hat ja super funktioniert, ehrlich gesagt.
gehe ich nun mal wieder auf den Krieger zurück. Der Schallfall macht echt wenig Damage. Was kriegen wir denn hier Schönes? Wenigstens kriegen wir diesmal eine Kiste. Königin Schlechterdorn. Eine neue Klamotte. Ja, da schaue ich doch mal direkt. Wir haben die Königin Schlechter Klaue und kriegen den Dorn. Mhm. Zugsangriff macht ein bisschen weniger Damage. Ist aber besser gegen diverse Sachen. Erhöht auch ein bisschen. Ist für Stärke D. Geschick E+. Ich weiß gar nicht mal, was das bedeutet. Reduziert sich das denn auf E+, wenn wir das einsetzen? Ein Blutsteiger von Truppen der Operation. Königin Schlechter. Stärkt alle Talente. Okay. Vielleicht macht das eigentlich einen Unterschied, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die schwere Axt ausrüste und hier das Bajonett. Und jetzt gehe ich nochmal da drauf. Ne, okay, gut, das bezieht sich auf die Waffe selbst. Ich würde den aber ausrüsten. Oh, wir haben eine andere Klamotte an. Gut. Warum haben wir denn überhaupt so lange den Charakter dann entwickelt? So, dann aktivieren wir jetzt mal die Mistel. Karte der Umgebung angelegt. So, wir ruhen uns einmal bei der Mistel aus und gucken mal. Stufenaufstieg. Wir sind Stufe 1. Achso, wir können Stufe 2 so ausgeben. Wie viel haben wir denn aktuell? Wie viel Dunst? Und dadurch erhöhen wir unsere LP. Ich würde aber gerne wissen, wie viel... Okay, ich kann bis Stufe 5. Ich habe 4112 Dunst. Ach, da, Dunst verfügbar. Ja, okay, ich bin doof. Ich guck mal eben bei den Talenten, die wir haben. Kämpfer, Lebensschub, Ichor-Kosten, Adrenalin, erhöht zeitweise die Angriffskraft. Können wir denn... Ach da, kann erlernt werden. Fokus Ausdauerverbrauch. Reduziert die verbrauchte Ausdauer, während du fokussiert bist. Blutschutz. Erzeugt eine temporäre Barriere um dich und deinen Partner, die den Blutwiderstand erhöhen. Blutwiderstand heißt Verteidigungskraft. Okay, mehr können wir aber hier gerade nicht machen. Kostet 560 Punkte. Was haben wir beim Ranger noch so Schönes? Erhöht maximale Ausdauer. Bewegliche Leere. Beutesucher. Suche nach nicht eingesammelten Gegenständen innerhalb eines gewissen Radius. Das ist ganz nice. Giftzeichen schaltet eine aktuelle Waffe teilweise mit dem Gift-Effekt aus. Cool. Blockstabilität. Reduziert den verbrauchten Ausdauer beim Blocken, während du fokussiert bist. Ich gucke einfach mal, was wir für Fähigkeiten noch haben. Blutschuss. Waffenentzugswert. Feuriges Gebrüll, schießt eine starke Flamme auf das Ziel und dunkler Impuls erhöht die Wirkung von dunklen Talenten, während du fokussiert bist. Ich würde vielleicht mit den neuen Fähigkeiten erstmal noch ein bisschen sparen. Ach, da steht ja auch, erworbene Talente so und so viel von so und so viel, aber wir kriegen bestimmt noch neue Talente. Oder Blutcodes heißen, glaube ich. Das heißt, ich investiere erstmal hier voll in die Stufen, um auch unseren Angriff und vor allem auch LP und sowas zu erhöhen. Der Dunst belebt deine Körperzellen und verbessert deine Kampffertigkeiten. Lager, Teleport. Okay, wir hatten ja was ins Lager gepackt. Regenerationseinleiter. Eine bei der Wiedergängerforschung entstandene Medizin regeneriert den Körper. Aber ich habe schon drei dabei, deswegen hat er die hier reingepackt. Mal sehen, was das Spiel so kann. Ja, also ich denke schon sehr viel. Also ich... Code Vein liegt, glaube ich, preislich auch irgendwo bei 50 Euro, wenn es nicht reduziert ist. Da erwarte ich jetzt schon einiges. Und bisher bin ich auch ganz zufrieden mit dem Spiel. Wie gesagt, ich habe es ja damals schon mit der Chi angetestet. Das war auch sehr gut, deswegen wusste ich, dass ich es auf jeden Fall nochmal wieder spielen werde. Und ich bin sehr zuversichtlich bisher. Vollpreistitel, ja, auf jeden Fall. Also wir haben, also Code Vein soll auch, ich glaube, um die 40 bis 50 Spielstunden haben. Also ist schon ein bisschen was.
Also kennst du das Spiel? Nee, nicht wirklich. Ich hatte, das habe ich ganz am Anfang gesagt, ich habe mit der Chi damals, ich sag mal, ich glaube 8 Folgen hatten wir aufgenommen, weil wir das vorhatten als LP rauszubringen, als LPT. Ist dann aber, okay, komm, wir erzählen und machen nochmal eine kurze Schwatzstunde. Ist dann aber leider nichts geworden aus Zeitgründen bei uns, weil das Problem bei Code Vein, das, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, ist ein Level. Ne, mit dieser Karte und so, die wir langsam aufdecken, das ist ein Level, das wir gerade machen. Und es ist natürlich so, einer im Spiel ist der Host, ein anderer, der joint diesem Host. Ne, dieses Prinzip gibt es ja bei so ziemlich jedem Spiel, was im Koop funktioniert. So, wenn ich jetzt zum Beispiel der Host bin und wir bestreiten dann das Level, schließen dieses erfolgreich ab, bekomme aber nur ich als Host den Spielfortschritt. Und du musst, um jemanden zu joinen, dasselbe, also denselben Spielfortschritt schon freigeschaltet haben, damit das funktioniert. Das heißt, wir mussten, damit die Chi ebenfalls diesen Spielfortschritt erlangt und mir im nächsten Level wieder joinen kann, das Ganze nochmal spielen, nur dass sie der Host ist. Das haben wir dann natürlich nicht aufgenommen, aber im Grunde genommen haben wir jedes Level immer mindestens 2-mal spielen müssen. Und da das ganze Spiel ja Souls-like ist, also schon relativ schwierig, wie wir ja bei dem einen Kerl da hinten vorhin mal gesehen haben, sind wir auch hier und da mal gestorben. Das passiert. Das heißt, wir haben teilweise für den zweiten Run, den wir nicht aufgenommen haben, mitunter mal so schnell eine Stunde gebraucht, weil wir das Level nicht mehr geschafft haben. Und das, da haben wir dann relativ schnell gesagt, boah nee, also die Zeit, die haben wir beide nicht und es macht auch nur eingeschränkt Spaß. Deswegen haben wir es sein lassen. Und deswegen haben wir es auch nicht weit gespielt. Ne? Also das vielleicht nur kurz zur Erklärung für euch. Wir haben jetzt eine kurze Quatschstunde gehabt. Ich würde mal ganz kurz für die Leute auf Twitch einen kurzen Cut machen. Also eine Pause. Ja, kein Cut im Sinne von, wir spielen nicht weiter, eine Pause, damit ich mir nochmal vielleicht ein neues Tässchen Kaffee holen kann und würden dann gleich weitermachen. Ich ruhe mich mal eben bei der Mistel hier aus, damit wir... Okay, ich glaube, wir können gerade nicht angegriffen werden. Ich sag dann mal bis gleich. So, und 5 Minütchen, dann geht's weiter. Wir sehen uns dann. So. Dann, willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind wieder im Spiel und wir gehen unseren Weg weiter hier runter. Ist das... Ist das Oliver? Das ist doch... Das ist nicht Oliver. Ist das der andere von den beiden, die mit uns hier runtergekommen sind? Hallo? Sprechen. Okay, zumindest greift er uns nicht an. Das ist schon mal gut. Are you a fellow explorer? It appears you're alone. I'm on my own at the moment too, but I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? At least until we're through here? Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Okay, also gut, lass uns gemeinsam gehen. Tut mir leid, ich muss leider nein sagen. Ich sehe ehrlich gesagt keine Problematik da drin, ihn mitzunehmen, weil wir kriegen hier auf die Nase und Unterstützung. Der Oliver hat uns schon sehr geholfen, also klar. Ich wüsste auch nicht, warum der uns hier von hinten auflauern sollte. Also komm mal mit. Thanks a lot. I'm glad to work with you. Wie heißt du überhaupt? Fremdling. Hallo Fremdling. Schön, dich kennenzulernen. So, es geht unten weiter, es geht oben weiter. Ich gehe tendenziell erstmal nach oben. Achso. Let's keep our eyes open, all right? Hinunterklettern. Oh, da ist wieder einer von den Dicken. Da sind 2 Dicke. Alter. Wanna head down? Kommt der hier hin? Kann ich den direkt ausschalten? Oh, danke für den Buff. Okay. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Wir müssen da runter. Ich würde vielleicht erst einmal sehen, dass ich die kleineren wegmache, bevor ich mich auf die dicken stürze. Das ist aber ganz nice. Der bufft uns. So, jetzt muss ich mal gucken. Da hinten ist der eine dicke gewesen. Oh, ich glaube, der stand hier um die Ecke schon. Ja, der steht hier. Gut, dann müssen wir den schon mal wegmachen. So. Einmal ein bisschen in die Ferse gehauen. Das war's für ihn. Gut, zu zweit ist ja gar nicht mehr so schwer. Beziehungsweise, wenn man weiß, wie die funktionieren, dann geht's sowieso. Okay, ich glaube, das ist wieder einer, der schießen kann. Okay, der hat mich erwischt. Ich habe. Wow, wo kommt der denn her? Was so? Oh, nein, aua, aua. Nein, warte. Moment. Oh mein Gott. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Kommt der einfach außen rum hochgerannt? Abgenutztes Werkzeug. Der war aber groß. Na gut, die kennen wir ja schon. Ist ja nicht der erste von der Sorte, den wir besiegt haben. Aber die sind doch extrem schnell. Das ist schon... Wow. Okay. Was tot ist, bleibt auch tot. Ja, ich denke schon, dass wir das können. So. Wo kommen wir denn jetzt hin? Alles gut. Du holst mich schon wieder ein. Okay, können wir hier wieder eine Karte freischalten? Blutquelle aktivieren. Ach ja, wir haben ja magisches Blut, stimmt ja. Und wir kriegen die Blutperlen. Alles klar. Could that really be? Ja, siehst ja. Blutquelle. Dein Blut besitzt spezielle Eigenschaften, die vertrocknete Blutquellen aktivieren können. Nach der Reaktivierung produziert die Blutquelle erneut Blutperlen. Diese Blutperlen entsprechen in ihrer Zusammensetzung menschlichem Blut. Wiedergänger stillen mit ihrer Hilfe ihren Blutdurst. Okay. Kann ich denn hier... Okay, war aber nur eine dran. Mehr kann ich aber nicht machen. Ab wann kennst du die Level nicht mehr? Nach diesem. Wir haben nur das erste Level gemacht, also von daher alles gut. So, okay, wir haben hier wieder eine Mistel. Warum haben wir jetzt schon wieder eine Mistel? Also ich muss dazu sagen, ja, wir haben nach diesem Level aufgehört, aber trotzdem kann ich mich an das Level nicht mehr so wirklich erinnern, weil es auch schon eine Weile her ist. So, ja gut. Hey, you, that's... forget it. We'll talk later. Okay. Gut. Komm hier hoch. Hier liegen wieder ein paar Gegner. We're not far from the surface now. Nicht mehr von der Oberfläche entfernt. Oh, okay. An die Decke gucken, da ist auch nichts. Eine Kiste. What do we have here? Königliche Schlechterklinge. Okay, muss ich mal kurz gucken, ob das... das ist eine Normalgeschwindigkeit. Macht weniger Damage als meine Axt. Okay. Make sure you're good and ready. So, wenn ich das jetzt mit dem Bajonett vergleiche... Ist auch nicht so wahnsinnig viel besser. Nee, komm, dann lassen wir das mal. Ich bleib mal bei meiner Axt. Ich glaube, mehr ist hier gerade nicht. Und
bestimmt. Nein, hier ist nichts an der Decke. Okay, da oben steht aber einer. We can get out into the open. Naja, steht. Da hängt einer. Und zwar ein großer. Der kommt doch bestimmt jetzt gleich runter. Hallo? Kommt der Dicke da nicht runter? Na gut, wenn er da hängen bleiben will, dann soll er es tun. Achso, jetzt. Ja, zum Zweiten ist der halt easy. So, wir wollten das hier bewachen. Eine Giftpatrone. Okay, kann ich wahrscheinlich eine Giftladung mit verschießen. Wäre das nicht vielleicht für Bosskämpfe sinnvoll? Chemisches Licht, Giftpatronen, fügt die aktuelle Waffe der Benutzung zeitweise einen Schadenseffekt Gift hinzu. Ich würde es halt echt gern zu Schnellzugriffsleisten hinzufügen. Kann ich das vielleicht... Ich kann es aber nur ganz normal benutzen. Ich habe gedacht, vielleicht mit der Maus kann ich da was ausrichten, aber... Zu Gegenstand Schnellmenü hinzufügen. Das geht. Ichor-Konzentrat. Jetzt hier draufklicke, kann ich nur benutzen auch. Eine bei Wiedergängerforschung entstandene Medizin regeneriert den Körper. Kann ich auch nur benutzen. Ich weiß halt echt nicht, wie ich das so Gegenstand-Schnellmenü hinzufügen. Würde ich echt gerne machen. So Schnellzugriff hinzufügen. Ist aber alles ausgegraut. Das geht. Das ist kein Thema hier. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das ausrüsten kann. Untermenü. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich nicht. Tut mir leid. Ob ich einfach zu doof bin, ich lasse es einfach mal offen. So, guten Tag. Treppenhaus. Ich höre schon wieder ein. Achso, das... Ah, okay. Nö, alles gut. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. I see. Das hatten wir ja von Weitem schon gesehen. So, hier können wir nicht raus. In die Decke gucken. Hier können wir raus. Oh. Hier sind noch ein paar mehr. Achso, hier ist noch vorbei. Noch ein Erwecker. So. Ach, noch ein großer. Au, ich dachte, er macht wieder seinen Sprintangriff. So. All right. This lake was formed from a hole created by a thorn of judgment. Sie? Ach, das ist da unten wahrscheinlich. Okay. Okay, noch ein bisschen Geld. Geld? So, mehr haben wir hier nicht rumliegen. Lost our above us. Watch out. Yee! Bubbles! Verteidige dich ruhig, ich mach das schon alleine. Kein Thema. So, Verlustsplitter. Auf der anderen Seite liegt noch was. Ich muss ein bisschen duschen hier. Ah. Mir wäre das nicht aufgefallen. Du hast ja auch keine Minimap, wo das steht. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Das hat irgendwie so geleuchtet, die Waffe. Wahrscheinlich nur die Reflexion. Okay, alle tot. Död. Und hier ist wieder eine alte Mistel. Kann ich ja die Karte reaktivieren. Sehr schön. Nichts vergessen.
Glaube nicht. Okay, es geht jetzt nach oben. Ich muss mal kurz gucken. 100% Untergrund der Ruinen freigeschaltet. Wir haben nirgendwo mehr ein X-Blink oder sowas. Das heißt, wir haben, glaube ich, alles mitgenommen. Ah, so kann man das hinzufügen. Oh Gott. Gott. Ganz ehrlich, warum kann ich nicht einfach hier die Sachen anklicken und sagen, hinzufügen? Nein, man muss das hier drüber machen und das manuell auswählen. Es ist noch zum Kotzen. Gut, Regenerationsmoped nehmen wir nochmal hier hin. Und die Dolche wollte ich ja haben. Und das chemische Licht. Giftpatronen. Aktiviere ich mal. Konzentriert Medizin, die vorübergehende Paralyseimpfstoff wiederholt. Das ist, glaube ich, auch interessant. Gut, Verlustsplitter brauche ich jetzt nicht. Einen Platz habe ich dann quasi noch frei. Okay. So, passive Fähigkeiten habe ich noch keine neuen wieder bekommen. Ich bin ja ein Freund von passiven Fähigkeiten. So, Medaillen. So, kurz gucken, habe ich hier irgendwas? Symbol ändern? Titel ändern? Im Multiplayer kannst du einen Titel über deine LP-Leiste anzeigen, wenn du aufsteigst. Wenn du, okay, gut, das ist. Also Medaillen ist wahrscheinlich eher was für Multiplayer. Gegenstand Schnellmenü bearbeiten. Warum sollte ich das Gegenstand schnell... Ich meine, ich habe das ja doch jetzt hier unten drin. Warum sollte ich das... Ich meine, es ist doch... Dankeschön. Es ist doch quasi genauso schnell, wenn ich jetzt hier auf Inventar, ne, die Sachen auswähle, als wenn ich hier drauf klicke und die da auswähle. Verstehe ich irgendwie nicht. Gesten-Schnellmenü bearbeiten. Okay, wie kann ich denn die Geste auswählen? Nach vorne zeigen. Okay, und... Wanna go a few rounds? Got cold feet. Thanks. Okay. Ich probiere gerade ein bisschen rum. That way. We'll head that way. Stempel. Süß. Okay. Und was mache ich damit jetzt? Was bringt mir das? Gesten-Schnellmenü. Aber wie kann ich denn die Geste auswählen? Ich meine, über den Controller funktioniert das nicht. Wahrscheinlich nicht mehr über Maus und Tastatur. Aber gut, brauche ich jetzt auch nicht. Oder es geht nur im Multiplayer-Modus, das kann auch sein. Gut, ich glaube, Freunde, wir werden gleich den Boss-Fight bekommen. Und... Warte mal, das war nur eine normale Wegmistel. Wir hatten jetzt keine Mistel zum Lebensenergie regenerieren. Na gut, werden wir schon so hinkriegen, denke ich. Good. That's light from the surface. Ja, das sieht hier so ein bisschen nach Arena aus. Okay. Oliver? Ich wusste, er hat was abbekommen. Once someone is lost, they can never come back. Cast aside your doubt. Oh. Ich glaube, er hat sie entführt. Alles klar. Wir müssen also gegen Oliver jetzt kämpfen. Now, where to get started? Oliver Collins. Bossgegner Nummer 1. Machen wir doch erstmal hier ein bisschen Angriffskraft erhöhen. Komm her. Au. Okay, der
Der macht schon ordentlich Damage. Kurz einen Heilgegenstand nutzen. Oh. Gut, dann ein Dicker. Au. Okay, das war fies. Kurz eine Heilung einsetzen. Au. Okay, der kann das also unterbinden. Okay, das wäre jetzt der Moment gewesen. Okay, der kann auch down gehen. Ich nehme mal kurz einen Heilgegenstand. Okay, er hat es auf mich abgesehen. Großer Verlorener vertrieben. Dampfwalzen haben wir bekommen. Nice. Das ging ja noch. She's all right. By the way, both of you. All revenants must pay a levy. There are no exceptions. Vestige. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. Uh-oh. Once she's settled down, let's get out of here.